und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von uns. Wie ihr sehen könnt, haben der liebe Arthur und ich hier so ein paar Spielsachen vor uns aufgetürmt, die super nach Kaffeehaus oder Bäckerei aussehen. Wir haben diese Spielsachen tatsächlich schon seit 6 Monaten bei uns zu Hause und Spoiler Alert, sie leben noch, was bei Arthur keine Selbstverständlichkeit ist, als ein kleiner Spielzeug-Ripper. Wir dachten uns, wir machen heute einfach mal eine Produktreview für euch und zeigen euch eine unserer liebsten Spielzeugmarken und was wir dran gut finden. Arthur wird am Ende auch seine Bewertung dazu abgeben, was ihm davon am besten gefällt und euch generell einfach mal zeigen, was diese Dinge so können und ob sich der doch etwas höhere Preis hierbei auch lohnt. Das erste Spielzeug ist so ein Keks-Schnur-Konstrukt. Also es ist eine Mischung aus so einem Spielseil. Und man kann diese Kekse drauf so verschieben. Sie sind so ein bisschen cranky mit so Folie drinnen und haben auch ein Squeaky eingebaut. An sich eigentlich eine coole Idee, auch für größere Hunde. Man kann damit so ein bisschen ziehen, dass es verschiebbar ist. Also man kann hier wirklich auch richtig fest dran ziehen. Also es hält auch richtig gut, obwohl Arthur dazu tendiert, gerne an diesen Seilen hier zu nagen. Das ist ja auch schon ein bisschen durch, aber es hält noch. Arthur an sich findet das, glaube ich, gar nicht so schlecht. 5 Sterne, solide 3 geben. Ich finde, es ist ganz cool, aber irgendwie das Seil ist doch sehr kurz und ja, vom Mehrwert. Ich meine, es ist irgendwie ganz cute, aber die anderen Dinge haben uns einfach auch besser gefallen. Von der Tatsache, dass man dran kauen kann, würde Arthur im Ganzen wahrscheinlich, wie viele Sterne gibst du? 3 von 5? Okay, wir nehmen 3 von 5. Das zweite Produkt ist diese Zimtschnecke hier. Wieder ein Squeaker eingebaut, Raschelfolie und man kann diesen Streifen hier so ein bisschen runterziehen. Das ist jetzt schon ein bisschen durchs Waschen abgegangen bei uns. Aber für das das Arthur auch gerne an diesem Streifen hier am Rumnagen ist, hält es ganz gut. Und ja, das Einzige, was so ein bisschen ein Nachteil ist, ist, dass es relativ dick. Und Arthur ist ein sehr kleiner Hund, ohne Nase. Deswegen ist er da ein bisschen anbrannt und auch so ein bisschen damit rumzutollen, weil man das auch so wegrollen kann. Das findet er, glaube ich, ganz lustig. Ich würde dem Ganzen jetzt 3 von 5 Sternen geben. Es ist eigentlich ganz cool, aber einfach weil es für Arthur ein bisschen zu groß ist. Und Arthur, wie viele Sterne würdest du der Zimtschnecke geben? Auch wieder 3? 3, okay. Dann haben wir diesen Kaffeebecher. Da steht Talk to the Paw drauf. Das ist eigentlich teilweise auch echt netter Humor. Ich habe leider das Originalschild nicht mehr. Es haben auch die Dinge so lustige Namen. Ich glaube, das ist ein Cappuccino. Und das Teil besteht tatsächlich aus einem abnehmbaren Deckel und dem Becher selbst. Dem Becher selbst. Und wir haben hier wieder ein Quietschi. Hier ein Quietschi. Das ganze Ding raschelt hier auch so ein bisschen oben an der Oberfläche. Und ja, das sind eigentlich also 2 verschiedene Texturen. Es ist auseinandernehmbar. Arthur hat natürlich sofort entdeckt, dass man den Deckel runterkriegt. Und Arthur würde dem, glaube ich, 4 von 5 Sternen geben. Er liebt es tatsächlich, wenn er das so wegschießen kann. Ich werde euch dann nachher noch ein Video einblenden. Und er hat es wirklich total gerne. Also auch wenn es hier vielleicht nicht so viel kann, aber die Idee ist sehr süß, auch mit den Details und dass es hier oben diese Raschelfolie hat. Mag er sehr gerne. Ich würde dem Ganzen auch 4 von 5 Sternen geben. Das ist ultimativ robust. Also da hat das schon rumgeschossen und drauf rumgekaut auf dem Deckel. Das lebt noch immer, obwohl er mit dem richtig viel gespielt hat. Das nächste Produkt sind die sogenannten Baccarons. Die sogenannten Baccarons. Das ist eine kleine Box, die wieder cranky ist. Ihr habt drinnen 3 einzelne Macarons, die wieder Squeakies enthalten. Die noch nach 3-mal waschen auch noch funktionieren. Also wirklich super. Und das alleine ist natürlich auch super mit dieser Folie. So, Arthur mag das eigentlich auch richtig gerne. Ich finde auch preis-leistungstechnisch, dafür, dass diese Spielsachen nicht so gut sind, hat das auf jeden Fall von meiner Seite 4 Sterne verdient, weil es einfach auch 4 Einzelteile sind, die alle für sich auch als Spielzeug funktionieren würden. 5 von 5? Wirklich? Okay, ich glaube, Arthur findet es eine 5 von 5, weil er einfach auch sehr auf diese dünnen, raschelnden Teile steht. Wir haben auch eine Chips-Tüte von der Marke und die liebt er ja abglücklich. Das ist, glaube ich, eine 10 von 5.
Und das letzte Stück, das wir uns heute anschauen in dieser Review, ist der Donut. Der Donut besteht auch wieder aus zwei Teilen, nämlich aus diesem Papier und dem quietschenden Donut. Und Spoiler Alert, den Donut an sich findet Arthur eigentlich, glaube ich, nur eine 4 von 5. Aber das da ist eine 10 von 5, weil er einfach so sehr auf dieses Papier steht, was da drinnen ist, auf diese Knisterfolie. Und er liebt das wirklich sehr. Also das ist auf jeden Fall eine 5 von 5 für Arthur. Und ich würde dem Spielzeug auch eine 5 von 5 geben. Es sieht super nett aus, es hat zwei Teile und einfach nur cool. Also auch den Donut kann Arthur gut greifen, weil er einfach innen hohl ist und hier das eine Stelle. Und wie gesagt, das Spielzeug hält auch noch wirklich super. Okay, wenn wir das jetzt in die Rennreihung bringen sollen, der Donut ist definitiv auf Platz 1, gefolgt von den Baccarons. Also er liebt diese Sachen wirklich sehr. Und dann kommt auch gleich der Cappuccino. Und dann kommen eigentlich so XEQ, die Schnecke und die Kekse aus Arthurs Sicht. Sind super cool für einen größeren Hund, sicher toll zu spielen. Aber gerade da ist ihm, glaube ich, das Seil zu kurz. Das macht ihm nicht so viel Spaß, mit den anderen Dingen hier rumzuspielen. Aber ich glaube, er mag die ganze Kollektion allgemein sehr gerne. Abschließend, was sollen wir noch dazu sagen, Arthur? Wie ist unser Fazit? Natürlich, wenn ihr alle 5 Teile kauft, ist das mal ein richtiger Haufen Geld für einfach ein Hundespielzeug. Aber ich muss sagen, das Versprechen von dieser Marke ist eigentlich gut eingehalten. Die Dinge halten super gut, sie sind auch alle doppelt genäht. Also es ist uns bis jetzt noch nicht viel kaputt gegangen. Wir haben da schon mehrere Dinge von gekauft. Und man kann sie auch super waschen, das hält es locker aus, es bleibt in Form. Die Squeaky sind auch sehr robust, die halten bei uns schon ewig. Also das sind richtig tolle Sachen und Arthur mag die echt gerne. Also wir können das auf jeden Fall empfehlen, ist auch ein tolles Geschenk. Natürlich macht es ja auch optisch was her, wir haben da auch so eine Diner Collection davon. Damit beenden Arthur und ich unser Video heute. Das war mal eine Produktreview von uns. Wir stehen natürlich in keinem Zusammenhang mit dem Hersteller und werden auch nicht dafür bezahlt. Ich habe euch trotzdem hier oben eine Werbung eingeblendet, weil ich natürlich den Produktnamen hier auch vorstelle. Und das war's auch schon wieder von unserem Video heute. Wir sagen danke fürs Zuschauen. Wir hoffen, wir konnten euch jetzt so ein bisschen helfen, ob es sich wirklich lohnt, mal etwas mehr für ein Spielzeug auszugeben. Und wir sehen euch das nächste Mal wieder bei weiteren Videos von uns. Macht's gut!